Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. In diesem Video nur kurz gezeigt, nochmal Special zu den VR-Funktionen von KiCad 6. Ich hatte es ja hier schon mal gezeigt an dieser Stelle. Ich zeige es hier trotzdem nochmal. Ich mache mal hier einfach mit der Taste X eine Leiterbahn auf. Ich befinde mich jetzt hier auf der Oberseite der Platine. Kann jetzt hier also meine Leiterbahn beginnen zu ziehen. Wenn ich die Taste V drücke, wird ein VR angehängt. Ich klicke einmal, bin jetzt auf der Unterseite, kann jetzt hier meine Leiterbahn fortführen, drücke nochmals die Taste V, wieder ein Klick und ich kann hier weitergehen, wieder auf der Oberseite. Dann gibt es noch eine Funktion und zwar ist das die Taste kleiner als, also neben dem Y die Taste kleiner als. Ich mache das hier mal. Und zwar kann man damit VRs in verschiedenen Lagen schalten. Wir haben jetzt natürlich hier nur eine zweilagige Platine, deswegen müssen wir uns das mal hier mit einer Übungskünstlichkeit eine vierlagige Platine erstellen. Wir haben also jetzt vier Lagen, zwei innere, zwei äußere. Und ich kann jetzt hier wieder mit der Taste X beginne ich mal eine Leiterbahn zu zeichnen und jetzt drücke ich nicht die Taste V, sondern hier an meiner Leiterbahn, wo sie dranhängt, drücke ich jetzt mal die kleiner als Taste. Jetzt kommt hier ein Auswahlfenster, von welchen oder in welches Layer ich jetzt wechseln möchte. Ich gehe jetzt mal hier ins Layer 1, dann klicke ich einmal, kann jetzt hier im Layer 1, wir sehen es auch an der Farbe von der Leiterbahn, hier meine Leiterbahn ziehen. Ich drücke jetzt wieder die Taste kleiner als. Jetzt wechsle ich mal ins nächste Layer. Einmal klicken. Jetzt bin ich hier im Layer 2 innen. Wir sehen es auch rechts. Ist jetzt das kleine Dreieck da auf das entsprechende Layer gesprungen. Drücke jetzt nochmal die Einfügetaste. Komme jetzt mal hier unten auf der Unterseite raus. Einmal klicken und bin jetzt hier wieder auf der Unterseite und wenn ich durch alle Layer nach oben gehen möchte, drücke ich jetzt hier einfach mal wieder ein V, klicke einmal und bin hier sofort wieder auf der Oberseite. Mit Doppelklick kann ich jetzt beenden. Und dass diese VRs sind jetzt hier also in diesen unterschiedlichen Layern verbunden. Ich kann mir es nochmal hier in der Ansicht anzeigen, 3D-Betrachter. Dann sehen wir jetzt hier diese VRs sind auch auf der Unterseite, sind durchgängig, werden aber nicht auf den jeweiligen Ebenen verbunden. Ich zeige das gleich nochmal an dieser Stelle. Ich wechsle mal hier, blende mal hier meine Flächenfüllung ein, drücke mal die Taste B, dass das hier alles aktualisiert wird. Und jetzt gehe ich nochmal hier in die 3D-Ansicht und dann sehen wir, ein bisschen größer machen hier, so, dann sehen wir jetzt hier am unteren Rand, also wir sehen hier oben dieses normale VR, was ich mit V durch die ganze Seite durchgezogen habe, einmal hier nach unten, hier drüben komme ich wieder hoch, dann sehen wir hier die VRs, die in die beiden Mittellayer gehen und ich hier am Ende wieder auf die Oberseite komme und wenn ich jetzt mal die Platine wechsle, dann sehen wir das hier an der Unterseite, hier die erste Leiterbahn, die ich mit V als VR erstellt habe, komme ich hier direkt unten raus und hier sehen wir jetzt die Wechselung, dass hier nur dieses dritte VR, der dritte VR-Abschnitt, ich gehe nochmal hier nach oben, dann hier der dritte VR-Abschnitt vom Layer 2 innen auf die Unterseite hier nach hinten und wieder nach ganz oben auf der Unterseite gezeichnet wird. Hier auf den anderen beiden Layern sehen wir jetzt keine Verbindung, zumindest nicht hier auf der Unterseite. Ich gehe nochmal hier raus und wir sehen es auch hier. Also hier diese beiden Verbindungen. Ich schalte nochmal die Flächenfüllung aus. Diese Verbindung und diese Verbindung sind jetzt innere Layers und die sind also nicht auf der Ober- oder Unterseite in der Kupferfläche zu erkennen. Das kann ich also machen, wenn ich
mehrlagige Platinen, also mehr als zwei habe, dann kann ich hier mit der kleiner als Taste Vias erstellen, die zwischen verschiedenen Layern wechseln und nicht wie hier gezeigt mit der Taste V in dieser Leiterbahn nur von oben nach unten. Bei einer zweilagigen macht das natürlich recht wenig Sinn. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss bis zum nächsten Mal.